mache den Text immer, wenn ich müde bin. Aber ich glaube, Anna ist sehr viel müder als ich. Vielleicht wacht sie jetzt auch auf. Ich studiere in Landau und kannte die Stadt vorher noch nicht, weil ich aus Bremen komme. Und bin dann auf jede Kneipentour gegangen, um Freunde zu finden und nicht mehr so einsam auszusehen. Und hat da jemanden kennengelernt, das ist so ein Typ. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann habe ich gemerkt, dass immer so ein Stück hinter mir geht. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, das geht nicht. Ich bin Schnellgeherin und bin weggegangen. Langsam zu gehen und dann natürlich plötzlich stehen zu bleiben, um sich vom Langsamsein zu erholen. Denn es benötigt eine große Portion von Geduld und Ausdauer, ständig ganz wenig Leistung zu erbringen. Langsame Menschen haben ihr Leben danach ausgelegt, für alles so viel Zeit wie möglich zu benötigen. Zum Beispiel langsam reden, was auch noch langsames Denken voraussetzt. Also alles falsch verstehen, ständig umständlich nachfragen und nicht zum Punkt kommen. Und dabei willkürlich lange Kunstpausen einlegen, die eigentlich dafür da sind, darüber nachzudenken, ob man die Sachen auch verstanden hat, die man gerade selbst gesagt hat. Weil man vergessen hat, wie man den Satz vor 3 Minuten angefangen hat. Denn man ist ja generell schwer von Begriff. Mich stören langsame Menschen, weil ich Schnellgeherin bin und ungeduldig. Ich kann nicht schwafeln oder mit heißem Brei herumreden, weil ich Hunger habe und mich lieber verbrenne, statt darauf zu warten. Mich stören langsame Menschen, weil sie alles aufhalten. Darum gibt es Staus, darum gibt es Warteschlangen, darum gibt es Wartezimmer, weil die langsamen Menschen zu lange brauchen. Sie brauchen Zeit zum Nachfragen, Zeit zum Sachen aus der Tasche kramen, Zeit, um sich fortzubewegen. Zeit, Zeit, Zeit! Ich habe keine Zeit für langsame Menschen, denn ich lebe schneller, nur ein kleines bisschen schneller. Schon in der Grundschule habe ich angefangen, meine Zeit für Wichtiges aufzuheben, statt sinnlos Wasser zu trinken, man ständig aufs Klo gehen zu müssen, als ich lieber ganz viel von meinem Pausenbrot und versuchte, Kontakte zu knüpfen. Statt mich sinnlos in meiner Freizeit direkt nach der Schule mit Freunden zu treffen, die ich nicht hatte, machte ich die Hausaufgaben schon vor dem Mittagessen. So hatte ich Zeit, mir alleine Geschichten für meine Playmobil-Freunde auszudenken, ohne den Hintergedanken, dass ich ja noch Hausaufgaben machen müsste. Diese doofe Hintergedankenzeit versuche ich mir zu sparen. Statt darauf zu warten, dass sich Jungs oder Mädels für mich interessierten, schrieb ich einfach Liebesbriefe an alle aus meiner Klasse. Und sprach die Menschen einfach an. Das spart Zeit, die man nicht grübeln muss, nicht nachdenken muss, was wäre, wenn, ausprobieren. Und dann kann man sich immer noch Gedanken machen, statt mal wieder viel zu lange auf Freunde zu warten, die eh immer zu spät kommen. Anna. Einfach mal selber später kommen, dann warte. Langsame Menschen stehen auf dem Weg und kommen nicht in die Pötte. Statt auf eine Ja- oder Nein-Frage ein Ja oder Nein zu antworten, bekommen ein Vielleicht. Ja. Jein. Eher nicht. Was willst du denn? Ich plädiere nicht für Hektik oder Eile, aber wenn ich merke, dass mich etwas zu lang aufhält, dann höre ich auf und beginne was Neues. Wenn ich merke, dass ich auf etwas warten muss, dann mache ich in der Zeit was anderes. Etwas, was mich weiterbringt, denn ich will nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Wenn ich merke, dass mir die Zeit davonläuft, rede ich halt schneller und kürzer. Das bringt einem 2 lange, schöne, ausformulierte Sätze, wenn man in einem Satz auf den Punkt kommt. Für langsame Menschen
ist oft der Weg. Das Ziel, das dauert mir immer zu lange. Für mich ist das Ziel, Mich stört die Langsamkeit von Menschen, weil es nichts bringt, Dinge langsam zu machen. Keine Tätigkeit wird dadurch besser. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf langsame Menschen, weil das Leben kurz ist. Und mein Text auch. Die Siegerin aus Runde 2, Julie. Statt mich sinnlos in meiner Freizeit direkt nach der Schule mit Freunden zu treffen, die ich nicht hatte, machte ich die Hausaufgaben schon vor dem Mittagessen. So hatte ich Zeit, mir alleine Geschichten für meine Playmobil-Freunde auszudenken, ohne den Hintergedanken, dass ich ja noch Hausaufgaben machen müsste. Diese doofe Hintergedankenzeit versuche ich mir zu sparen.